So, willkommen bei Friseur Basics. Mein Name ist Michael Wiest und heute möchte ich euch ein bisschen ein paar Sachen erklären, während ich Haare schneide, einen Bart, ein bisschen die Konturen mache, was mir alles so einfällt. Ich habe mir mal so ein paar Themen aufgeschrieben, die ich nachher mal so abarbeiten möchte, zum Beispiel Umhang, wie dies den Umhang rumlegt. Dann, was ist der Unterschied zwischen Razor Fade und normalen Fade? Die Hutlinie und die Oberkopflinie, was ist wichtig ist beim Haareschneider. Dann oben drauf Auto Crosscheck, damit das Oberschön sauber aussieht. Bisschen Smalltalk mit den Kunden machen, dass die auch sich wohlfühlen. Dann wieder ein bisschen Haareschneider, Silhouette und was man einfach sonst noch so beachten kann, was man einfach direkt so während dem Haareschneider einfällt. Und dann hoffe ich auch mal, dass es ein gutes Video wird. Und dann lege ich jetzt einfach mal los. Und ich finde, das Erste, was immer wichtig ist, wenn Kundschaft zu uns kommt, nicht einfach nur so, hey, hock die hin, sondern hey, servus, bin der Michael, schneid dir heute die Haare, gell? Freut mich, servus. Ja, einfach so ein bisschen freundlich, auch mal ein bisschen lächeln, ja. Wir sind ja ein Dienstleister und das soll ja der Kunden soll sich ja auch wohlfühlen. Das ist mal die Begrüßung und jetzt, was die Kunde einfach auch immer extrem achtet, weil die hocken ja da und haben ganz viel Zeit, uns zu beobachten, und wenn dann einfach alles totales Chaos ist, fällt es denen ja auch auf. Ich habe zum Beispiel hier in meinem Waage, habe ich schon mal alles vorbereitet, ja, was ich nachher so brauche, und da ist auch alles drin, was ich sonst so am allermeisten benutze. Und dann fangen wir mal an mit der Heißkrause. Ja. Die Heißkrause, mir geht auch eigentlich nie so rüber, ne? Einmal so unten rum, dass die Leute nicht etwas vor dem Gesicht haben. Ne? Wenn ich jetzt eine Farbe mache oder eine andere Kundin mit irgendwas anderem, mit Farbe meistens kommt noch ein Handtuch unter rein, aber bei ihm brauchen wir das nicht. So. Umhang rum, so schön Mitte in die Halskrause. Soll fest sein, aber nicht zu locker, aber auch nicht zu fest. Ne? Die sollen ja noch Luft kriegen. So, und dann kommt etwas, was ich auch ganz gerne mache bei allen Kunden. Ich nehme noch eine Zewa und falte das so diagonal ein bisschen und stopfe das denen hinten rein, dann fallen da die Haare auch nicht so rum. Manche Leute reagieren empfindlich auf die Halskrause. Und dann ist das hier einfach auch schon mal ein bisschen weicher und es sitzt einfach. Und es ist auch immer ein schönes Bild, wenn dann einfach alle Kunden gleich ausschauen. So, da finde ich nämlich das Prinzip von McDonald's ganz witzig, was man auch beim Friseur anwenden kann. McDonald's schmeckt immer gleich und ich sage jetzt mal so, gewisse Sachen kann man auch beim Friseur immer gleich machen. Wenn der eine eine Serviette reinmacht, der eine keine, der andere macht ein Handtuch rein. Wie sieht denn das aus? Also ich gucke immer darauf, dass bei mir im Laden das so gewisse Sachen einfach Standard sind, woran sich die Kunden gewöhnen. Finde ich ganz wichtig. Wie in einem Restaurant, da hat auch jedes sein eigener, jedes Restaurant seine eigene Art, Serviette hinzulegen. Oder wie gesagt, McDonald's hat es geschafft, weltweit den Burger gleich schmecken zu lassen. Dann wird man das ja wohl auch hinkriegen, in einem Friseursalon irgendwo so kleine Standards einzuführen. So, und dann fangen wir mal an mit dem Haareschneiden. Beim Jonas schneiden wir hier oben die Haare ein bisschen länger. Das heißt, wir sind dann hier vorne kurz und gehen nach vorne ein bisschen länger hin, dass er hier die schönen Locken drin hat. Und an den Seiten machen wir einen Fade, keinen Razor Fade, nur einen Fade, schön kurz runter, schön schmal. Und nachher tun wir die Konturen hier im Bart sauber machen und auch hier so ein bisschen den Bart noch schneiden. Jawohl. Ich bin Rechtshändler und das heißt, mein Wagen steht da immer rechts, dann kann man dann mich schön hingreifen. Wenn ihr Linkshändler seid, stellt ihr den Wagen auf die linke Seite. So.
vorm Schneider die Haare immer schön gleichmäßig nass machen. Dann sieht man auch, wie die Haare einfach am besten fallen, wenn man sie nachher dann geschnitten hat, dass sie mit möglichst wenig Aufwand in eine gute Form reinfallen. Da ist beim Schneider immer ganz wichtig, dass man dreimal kämmt und einmal schneidet. So, jetzt gucken wir erstmal hier seine Kopfform ein bisschen an. Das Ganze ein bisschen anfühlen. Wo hat der Kunde die Boiler? Manche Kunden haben nicht den perfekten Kopf, manche haben einen schönen Kanisterkopf oder so einen wahnsinnig langen Kopf oder die einen haben ihre Beule oder die stehen hier die Haare ab. Das sollte man alles vorher mal anschauen beim Haareschneider, dass wenn man dann beginnt, nicht irgendwo sich selber ein riesen Loch reinschneidet, was man dann später nicht mehr rausarbeiten kann. So. Das ist übrigens meine Spezialmischung. Das ist ein Conditioner mit Wasser aufgefüllt. Riecht gut, macht die Haare schön weich und lässt dann nachher auch die Maschine schön drüber rutschen. Also nicht sparsam sein. Kostet ja auch kein Geld, kann man sich super billig zusammenmischen. So, bevor ich anfange zu schneiden, habe ich mir jetzt erst so seinen Kopf angeschaut und die Haare hingelegt. Wenn man das mal abteilen, das ist nämlich nachher das lange. Sieht man ja auch schön, wo sie dann nachher lang werden. Hier erkennt man das. Bevor ich anfange zu schneiden, tue ich auch erst einmal den Kopf aufräumen. Also nicht einfach nur loslegen, sondern erst mal den Plan machen. Wie gesagt, Kopf anschauen, Haare anschauen. Und so vermeidet man schon mal die gröbsten Fehler, wenn man vorher weiß, was man jetzt dann nachher alles machen muss, Schritt für Schritt nacheinander. So. Wir machen beim Jonas den normalen Fade, also nicht Razor Fade. Das heißt, hier nach unten, leicht unterhalb von der Hutlinie, weil die jetzt mit 4 mm mal die Kontursetzer, was nachher 2-3 mm wird. Und obendrauf, entweder schneide ich es mit der Hand, wenn es geht, oder ich schneide es mit einem größeren Aufsatz. Und ja, dann fangen wir mal an aufzuräumen, was nachher kurz wird und wo nachher der Übergang reingeht. Beim Haareschneider von Männern müsst ihr ja nicht so oder nicht oft so viel mit dem Kamm machen. Lasst immer mal eine Hand am Kunden dran, dann könnt ihr das so ein bisschen steuern. Weil euer Rücken soll ja immer gerade sein, ihr sollt ja nicht so machen, sondern lieber den Kunden den Kopf ein bisschen auf die Seite machen. Ohne die Orientierung auf dem Kopf zu vergessen. Ihr müsst immer noch, auch wenn der Kopf so ist, müsst ihr immer noch wissen, wo ist die Hutlinie und wo habt ihr eure, wo arbeitet ihr gerade, ja, dass sich es nicht verschiebt, nur weil der Kopf verschoben ist, sondern die Punkte sind ja immer mit dem Kopf gleich, auch wenn der sich bewegt. Das andere, warum ich immer die eine Hand am Kopf vom Kunden dran lasse, der soll das ja auch spüren, dass jemand da ist und arbeitet. Wenn irgendjemand immer so macht, dann denkt er sich auch, was ist mit dir? Ja, also man darf schon ranfassen, soll nicht wehtun, aber man darf schon ranfassen, oder? Ja, hier. Darf man schon spüren. Wenn man nichts spürt, ist es auch schlecht. So, jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Ob ich auch rechts und links gleich hoch bin, jawohl. Beim Haareschneider kann man auch immer mal wieder ein bisschen zurückgehen und sich das Ganze anschauen von einem Schritt Abstand. Sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus und man erkennt auch eigene Fehler.
So, dann machen wir mal jetzt, nachdem wir hier die Grenze gezogen haben, gehen wir mal nach unten an die Kontur. Da habe ich jetzt 3 mm drauf. Und dann sehe ich, dass ich hier nicht so hoch fahren darf, weil sonst komme ich ja in die ältere, in die Begrenzung von vorher rein, das ist nicht so gut. Dann müssen wir das alles wieder hochziehen. Und wir wollen ja einen normalen Fade. Und bei normaler Fade ist das halt nicht so extrem hoch. Bevor ich auch immer zum nächsten Schritt übergehe, kontrolliere ich das alles auch noch einmal. Weil bevor der aktuelle Schritt oder das, was ich jetzt aktuell machen will, egal was, muss ich immer erstmal den jetzigen Schritt sauber machen und dann kann ich zum nächsten gehen. Also wenn ich irgendwo nur das Gefühl habe, ich hätte jetzt hier, müsste noch was nachbessern oder so, dann mache ich das jetzt gleich sofort und nicht irgendwann später, sondern ich mache jetzt erstmal das und dann Schritt für Schritt arbeite ich die ganzen einzelnen Sachen durch. Damit das einfach, was ich gemacht habe, auch gleich sauber aussieht. Wie gesagt, der Kunde hat ja Zeit. Der hockt vorm Spiegel. Wir sind beschäftigt mit Haare schneiden und der Kunde fällt mehr auf, wie man sich denkt. Und die sehen das. Wenn ihr jetzt hier im Übergang noch so ein paar Schatten drin habt, dann könnt ihr da mit dem Kamm so flach reingehen und dann mit der kleinen Maschine einzelne kleine Schatten nochmal so rausnehmen. Sieht man das auf der Kamera? Weiß ich nicht. Ich sehe es auf jeden Fall. Er hat aber auch einen ziemlich geiler Haarwuchs, also da sind eh kaum Flecken da. Bei manchen Kunden hat man gerade hier hinten, haben die dann so eine Beule, Dulle im Kopf drinnen, da zieht es dann die Haare so rein, dann haben die ganz oft hier so ein richtig dunkler Fleck, den kriegt man kaum raus. Ist jetzt hier natürlich ein sehr dankbares Model. So, jetzt haben wir praktisch das erste Drittel von unserer Frisur fertig geschnitten. Jetzt machen wir das zweite Drittel mittendrin und zum Schluss machen wir das letzte Drittel oben drauf. Ist auch so eine kleine Künstlerregel, dass eigentlich immer alles aus 3 Teile bestehen sollte. Nie aus 2 oder 4. Das sind immer diese ungeraden Zahlen. Ja, damit das menschliche Auge als schön empfindet. So, ich will ihm hier hinten auch nicht den Hinterkopf wegschneiden. Deswegen, wenn ich dann die Haare rausziehe, mache ich immer noch einmal so eine kleine Bewegung mit den Fingern, drehe ich die zu mir, dass ich nach oben hin ein bisschen Länge gewinne, dass dann hier der Hinterkopf ein bisschen da bleibt.
wenn man natürlich immer komplett so an der Kopfhaut entlang hochfährt und dann praktisch 90 Grad Stufung zusammenschneidet, dann ist der Hinterkopf weg. Das Mittelstück ist ja auch die Verbindung zwischen ganz kurz und ober dem längeren. Das heißt, da wollen wir mit einer Graduation Volumen aufbauen oder Volumen verteilen, von ganz wenig Volumen auf mehr Volumen. Und dann sieht man das auch, dass dann da hier der Übergang zustande kommt. Kam über Schere, jawohl. Ja, kann das jeder? Kann das jeder? Üben. Wenn ich die Haare schneide, gibt es zwei Sachen. Ich kann entweder mit dem Kamm flach, spitz, mit der Zacken an der Kopfhaut reinfahren und dann die Haare herausholen. Oder ich kann aber auch mit dem Kammrücken die Haare aufstellen und dann hier so abschneiden. Wobei, wenn ich mit dem Kammrücken die Haare raushole, dann besteht halt die Gefahr, dass ich da zu kurz reingehe, ne? Weil ja der Kamm nach innen zeigt. Wenn man wirklich aufpassen möchte und die Länge behalten, aber wenn man jetzt eine stärkere Graduation hat, wo es dann wirklich so rausgeht, dann sollte man tatsächlich den Kamm kippen, hier so über den so kippen und dann die Haare abschneiden. Wenn die Haare kürzer sind, dann kann man das auch so mit dem Kammrücken, dann stellst du die Haare über dem Kammrücken auf. Ja. Gefahr, dass man halt dann kurz wird. Da muss man stark drauf achten. Was ich jetzt gerade mache, ich tue jetzt praktisch die Silhouette vom Haarschnitt bearbeiten, weil auch wenn er ziemlich geiler Haarwuchs hat, stehen ihm hier dann doch ein paar Haare ab und die nehme ich jetzt hier mit Kamm über Schere ab, aber nur ganz zart die Spitze, dass ich praktisch nicht das Volumen abbaue, aber die Haare, wo dann absteht, wenn ich jetzt so mal gucke, dass dann hier die Linie, dass es doch eine schöne gerade Linie nach oben wird, weil wenn es so bäulig ist, das gehört raus, ja. Muss schon schön schöne Silhouette haben. Es gibt auch eine innere Silhouette, das ist dann, wenn man Frisur hat, dann ist das, wäre das hier die innere Silhouette bei einem Frauenschnitt, ne? Dann ist das die innere Silhouette und die äußere Silhouette ist immer das außen drauf. Das soll ja auch die schöne Frisurenform geben. Denke ich auch immer dran, dass wenn ich mit der Maschine so über die Haut drüber fahre, könnte es ein bisschen kratzen. So ist allerdings butterweich, ja? Wenn bei euch im Lader, wie bei mir, jetzt zum Beispiel hier diese Scheibe ist und da scheint wahnsinnig die Sonne rein, dann kann das manchmal sein, dass man auf der anderen Seite Kleinigkeiten übersieht, weil es schlechter ausgeleuchtet ist. Wenn ihr euch sicher sein wollt, dass alles perfekt ist, dreht die Kunden einmal auf dem Stuhl rum in die helle Seite und dann seht ihr auch einmal den Haarschnitt immer im gleichen Licht, dann seht ihr eventuell noch kleine Fehler. So. Ich möchte es beim Jonas ja auch hier vorne länger lassen. Sieht man auch schön kurz, lang. Sieht man das? Das heißt, ich schneide mal erstmal eine Führungslinie rein, hinten über der Wirbel, wo ich ja vorher den Übergang gemacht habe. Zweimal kämmen, einmal schneiden und dann bringe die Führungslinie rein. Ich überziehe auch ein bisschen nach hinten und die Finger zeigen nach oben.
Jetzt ist die Führungslinie drin. Und dann, wenn ich jetzt im 90-Grad-Winkel zu meiner Führungslinie schneide, dann habe ich ja hier schon mal meine Führungslinie und dann kann ich die anderen Haare schön gerade hochziehen, auch ein bisschen nach hinten verziehen. Und dann kriege ich hier oben drauf meine schöne Fläche. Wenn ich die Haare am Oberkopf schneide oder allgemein schneide, ich gucke auch immer, dass meine Körperspannung gerade ist. Weil nämlich, wenn die Flügel so recht runterhängen, dann kann ich auch nicht gerade schneiden. Also immer hoch mit der Ellenbogen, dass es einfach auch gerade wird. Ne? So oder so. Und wenn man jetzt hier da oben die Haare geschnitten hat, sieht man das hier so ganz leicht, dass da immer so leichte Wellen drin sind, weil ich die Haare ja so gezogen habe. Das heißt, ich gehe im Cross-Check noch einmal drüber. Meine Abteilungen waren ja von rechts nach links. Und das heißt, ich kontrolliere dann auch direkt im anderen Schritt, im nächsten Schritt von vorne nach hinten das Ganze noch einmal durch. Und ich arbeite auch immer in Bahnen, also ich mache nicht hier einen Schnitt, da einen Schnitt, hier einen Schnitt, sondern ich arbeite von meiner Führungslinie in der Mitte, die rechte Seite ab, dann die linke Seite ab und dann vorne an der Stirn oder am Oberkopf, vorne am Profilbereich, fahre ich dann einmal so rüber und dann mache ich den hinteren Wirbelbereich oder die hintere Hälfte des Oberkopfs. Das ist immer noch eine schöne Struktur drin ist und nicht einmal hier rechts, links, vorne, hinten Chaos. Beim Crosscheck schneide ich auch keine Länge ab, sondern nur die Spitzen dieser Wellen. Wenn ich die Länge gegeben habe, auch wieder schauen, wie fallen die Haare, passt alles, muss noch irgendwo was weg, einzelne kleine Härchen, die abstehen, zum Beispiel das hier an der Stirntampe nach unten, ein Schnitt und man hat eine schöne Kontur drinne. Der Schnitt sollte entlang der Haarkontur, der natürlichen Haarkontur gehen, also nicht in die Haarkontur reinschneiden. Sieht nicht so gut aus. Wenn ich jetzt die Graduation mit dem Oberkopf verbinden möchte, ziehe ich das hier auf meine Linie, die ich hier finde, ziehe ich die Haare einfach her, weil wir haben rechts und links einen Übergang. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden und wir haben nicht irgendwo eine Disconnection drin, also eine Unverbundenheit. Wenn man das möchte, muss man das machen. Wenn man einen Undercut schneidet, dann ist ja eine Disconnection drin, dann darf ich das nicht machen. Aber das ist halt von Schnitt zu Schnitt unterschiedlich. So. Jetzt haben wir das mal geschnitten. Sieht schon mal ganz gut aus. Vorne drauf, die Haare sind nur länger. Gehen wir mal einen Schritt zurück, überprüfen wir das Ganze noch einmal, ob es auch gut aussieht. Checken wir die Silhouette. Jetzt habe ich hier die Evelierschere, Modellierschere. Ich werde jetzt hier die Haare ein wenig ausdünnen. Manchmal will man das nicht. Ich mache es jetzt beim Jonas nur in die Spitzen, weil ich möchte ihm sein natürliches Volumen behalten. Nicht, dass es danach so extrem ausgefranst aussieht.
Und ich gehe jetzt beim Jonas nur über die Spitzen drüber, was natürlich dann auch den Fall der Haare alles ein bisschen weicher macht. Wenn man das weich haben möchte, dann darf man das machen. Wenn man es nicht weich haben möchte und richtig starke Konturen oder ein extrem sauberer Schnitt, dann darf man es nicht machen. Was man mit der Juwelierschere auch machen kann, wenn man jetzt irgendwo so eine Locke hat, die halt so gar nicht in die Frisur reinpasst oder ein bisschen zu dolle ist, dann kann man diese einzelne Locke auch ein paar Mal kräftiger ausdünnen, dann verschwindet die. Ganz speziell bei Männern, Frisuren finde ich es immer extrem wichtig, dass man die Männer Frisuren oder die Haarschnitte simpel und einfach, am besten nur mit dem Föhn und mit der Hand oder mit der Finger hinföhnen kann, weil Männer sind in der Regel nicht so die, wo jetzt so viel Zeit im Spiegel verbringen, und wenn dann die Frisur nicht passt, weil irgendwo Haare abstehen. Beim Jonas bin ich jetzt fertig mit dem Haarschnitt. Bin noch mal kurz drüber gegangen, habe gesehen, am Wirbel sind ein paar Haare abgestanden. Dann können wir jetzt da mal so eine weiche Frisiercreme oder Pomade reinmachen. Nicht viel, ganz wenig, dass man da passt einfach super für seine Frisur, bei seinem Haarwuchs. Würde ich gar nicht so viel reinmachen. Ich mag es auch gar nicht, wenn das immer so zugekleistert ist. Ja. Die Haare sollten nur ein bisschen an Halt kriegen. So. Einen Bart schneiden ist immer ein bisschen wie eine Hecke schneiden, weil ein Bart ist doch oft sehr gruselig oder steht irgendwo ab. Da gibt es jetzt nicht so direkt eine Linie oder so wie beim Haareschneider. Weil beim Bart gibt es oft Haare, die einfach so geradeaus rauswachsen oder wegwachsen. Und die schneidet man einfach ab, wie bei einer Hecke. Alles, was absteht, kommt weg. Und dann sieht der Bart auch ganz gut aus. Auch wie beim Haare kämmen, wie beim Haare schneiden. Dreimal kämmen, einmal schneiden. Auch beim Bartschneider benutze ich meinen Conditioner Wasser. Sauber gemischt. So. Die Haare unten an der Kontur, die sticht man nur so ab. Man geht gerade rein, dass es hier einfach einmal so reinstechen und alles unten drunter kommt weg. Es gibt auch für Barbershop gibt so Umhänge, die haben lauter so Streifen drauf. Wenn man dann nämlich zum Beispiel einen Vollbart hat, dann sieht man mit diesen Streifen, ob der Bart gerade ist, und dann hat man so ein bisschen die Kontur. Ich mache auch immer die Haare hier hinten weg. Dazu kämme ich die Haare einfach einmal von vorne Richtung Ohr. Und dann fahre ich wieder wie mit der Maschine an der Haarkontur, fahre ich an der Bartkontur auch entlang. So, alles weg, was absteht. Sollen ja saubere Konturen sein. So, und jetzt da tun wir das ein bisschen wie eine Hecke schneiden. Ich sehe, dass hier so ab und zu mal ein bisschen was absteht, und nur die Haare, die abstehen, die machen wir weg über Kamm oder Schere, oder ich mache sie ganz vorsichtig so weg, dass einfach der Bart schön voll bleibt, aber die Haare, die abstehen, die müssen natürlich weg. Wenn ich einen Bart schneide,
und es wird so ein schöner Mustache oder so ein richtig schöner Schnauzbart, dann kämme ich die Haare immer nach rechts und nach links weg und dann fahre ich nur mit der Kontur hier an der oberen Lippe ab. Da gibt es nämlich dann auch wieder so einzelne Haare, wo runterwachs hat. Also zuerst mit ein bisschen Bartwachs oder Bartprodukt, was auch immer, Pomade nehme ich, um erstmal ein bisschen wegdrehe und dann mit der Maschine hier entlang abfahre. Beim Jonas mache ich das jetzt auch, obwohl wir nachher dann den Oberlippenbart ein bisschen, ein wenig stutzen. Wenn die Kunden immer bei mir sind, und ich mache jetzt hier nicht gerade ein Video, sondern es ist der normale Salonalltag, dann halt ihr immer ganz gerne ein bisschen Smalltalk, so nach dem Motto: geschwätzt haben wir bloß, gesagt habe ich nichts. Und einfach um da ein bisschen eine angenehme Atmosphäre zu kreieren, ja. Braucht hier, also sieht nach viel aus, es ist aber eigentlich erschreckend wenig Watte, und dann drehe ich das hier so ein bisschen, ist schon fast zu viel, so, und dann drehe ich das hier mit den Fingern ein, bis es schön fest ist. So, und dann sprühen wir das ein bisschen an mit Haarspray. Und wir können halt die Ohren richtig schön sauber ausbrennen. So, geht aber vorsichtig. 1, 2, 3 und dann wird es schon heiß. Also ihr spürt das ja auch so am eigenen Finger, wie das geht, ne? So, also 1, 2, 3, 4. Also ganz vorsichtig geht's. Mhm. Jawohl, auf der anderen Seite auch. Ich heb auch mit dem Daumen, biege ich mir das Ohr so zurecht. Mit der anderen Hand decke ich ein bisschen die Frisur ab. Weil wenn ich doch irgendwie zack zu hoch bin, dann habe ich ganz super geschnitten. Und man sieht nichts mehr, weil alles verbrannt ist. Jawohl, jetzt ist das sauber. Das Ding kann man übrigens so 3-4 Mal benutzen und dann wegschmeißen. So, und dann sieht man ja auch hier so die Haare, wo dann so ein bisschen angekokelt sind. Ich finde, die sieht man nochmal ganz, ganz einzeln, wo dann nochmal so Haare sind, also auch nach dem Abbrennen von den Ohren. Nochmal kurz mit der kleinen Maschine drüber fahren. Umhang wegmachen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, ob unterhalb vom Umhang nochmal ein paar Haare rauskommen hat, weil das sieht auch ganz schlimm aus, wenn man dann den Umhang wegmacht und meint, so, jetzt ist alles gut, sondern einfach auch nach dem Umhang noch einmal mit der Maschine flach und das T-Shirt und das Hemd reinfahren, dass eben auch hier die Haare weg sind. Wenn im Sommer vom Schweiß oder was auch immer, weil es so heiß war, noch die Haare auf der Haut kleben, ja, dann könnt ihr auf eurem Pinsel ein bisschen Babypuder drauf machen. So. Und dann gehen die feinen Haare weg.
Heute ist es auch furchtbar heiß, gell? Man sieht es auch draußen, wie die Sonne scheint. Das ist irre geiles Wetter hier in Deutschland. 24. Dezember und gefühlt 20 Grad. Jawohl, super. So. Und sind Sie zufrieden mit Ihrem Haarschnitt? Ja. Ja. Perfekt. Bart ist auch gut. Ja. Schön sauber. Kontur frisch gemacht. Jawohl, super, dankeschön. Danke, ja. So, jawohl, also ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Und falls jetzt hier noch irgendjemand zu Ende schaut, lasst ein Like da oder haut mal einen Kommentar unter die Videos. Besucht mich auf Facebook, Friseur Basics. Und ansonsten schöne Zeit, viel Spaß beim Weitermachen. Danke, servus.